Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus 7 Days, aus unserer Wüstenbase. Ich hoffe, die letzten zwei Tage waren für euch mal interessant zu sehen. Ja, war schon nicht so ohne. Zumindest habe ich mal wieder ein bisschen Prügel bekommen. Aber wenn man dann zu leichtfertig an irgendwas rangeht, und das war es ja, weil ich wollte ja eigentlich nur was erklären. Ah ja, dann kriegt man schon mal ein bisschen ein paar von Deads. Aber lasst uns mal die Mission abgeben. Die haben wir uns jetzt mehr als verdient, die Belohnung dafür. Witzigerweise habe ich die Taschen noch voller Schrott. How y'all doing? I knew I could count on you. Here you go. Moment, schrei mich nicht so an. Das kannst du dir ans Knie binden. Hier, nimm mal den ganzen Quack. Da ist noch was, was du haben kannst. Und da noch. Ja, den Rest willst du ja sowieso nicht. So, was? Vor allen Dingen, dann kriegen wir ein bisschen EP. Und dann ein bisschen Geld. Braucht kein Mensch den Quatsch. Komm, wir nehmen Sprit mit. Und Messbecher, ja. Saddle my carburetor. Warum gucke ich überhaupt? Hast du denn irgendwelche Aufgaben noch, wo ich sage, okay, die wäre ich bereit zu machen? Nee, Red Mesa nicht, das ist... Nevis Gain General Hospital. Waren wir da in der Staffel schon? Ich glaube nicht. You're as brave as a bigamist. Good luck. Tada. Na dann. Ich glaube nicht. Na dann lasst uns doch das mal noch machen. Weil das war so verkehrt nicht, habe ich schon lange nicht gesehen. Ich glaube, das haben wir in der letzten Staffel schon ausgelassen. Aber wer weiß, was sich da verändert hat. Ja, auf jeden Fall muss ich erstmal die Taschen auspacken. Hatte eigentlich was ganz anderes vor. Ich wollte eigentlich unser Schlafhaus da oben mal fertig bauen. Aber das wird wohl so eine ewige Baustelle bleiben. Ja. Gut, dann mal hier rein. Also, Baumaterial raus. Zack. Zeug raus. Zack. Hammer. Chemie raus. Zack. Tanken müssen wir eventuell nochmal. Schießpulver kann weg. Die Munition kann auch raus. Die braucht kein Mensch. Heizung. Da. Zack. Nochmal Munition. Verbände. Verbände muss ich einstecken. So, ich habe meinen Tee, ich habe meinen Kaffee. Muss noch was zu essen. Oh. Essen wird langsam knapp. Hatte ich noch was angesetzt? Ah, viel ist es nicht. Sag mal so, es hilft wirtschaften, aber es ist jetzt nicht der Brüller. So. Schmutzwasser raus. Warum ich überhaupt noch Loot sortiere? Eigentlich brauchen wir es ja gar nicht. So. Karre tanken. Zack. Gut, die ist getankt. Kommt der Rest wieder ins Regal. Brauchen wir jetzt auch nicht. Vor allen Dingen, als ob ich Platz im Inventar für den Loot bräuchte, ne? So, wir haben Trinken, wir haben ein paar Plöcke, wir haben Rap-Kits. Verbände. Die füllen wir mal auf. Hier nehme ich mir ein Extra-Stack mit. Na komm. Immer vorsichtshalber. Man weiß nie, was passiert. Hat ja gestern erst böse gekracht. Aber obwohl, das war eigentlich weil leichtfertig. Darf man nicht vergessen. Gestern war ich halt eher der Erklärbär und da... Naja, kann man ruhig mal ein bisschen mit prügeln. So, Gipsverband. Haben wir nicht. Ich hoffe ja immer mal, dass ich noch einen benutzen kann. Medizin.
Zack. Einfach nur, damit die Ecke unten gefüllt ist, wie sie immer ist. Ja, manche würden sagen, ja, lass das Zeug doch zu Hause oder schlepp's nicht mal mit. Aber ich habe immer ganz gerne alles in der Vorbereitung. So, 2,8 Kilometer. Das ist jetzt kein kleines Weglein. Ich würde sagen, ich fahre rüber. Und wir sehen uns dann vor Ort, oder? Weil ich glaube, die Karte haben wir doch schon oft genug gesehen. Gut, dann bis gleich. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass wir nochmal zurück ins Verbrannte kommen. Aber wenn das Krankenhaus hier steht, dann nehmen wir das, bevor wir ein anderes finden, oder? Heutzutage darf man mit Krankenhäusern nicht wählerisch sein. Es gibt nicht so viele davon. Ja. Gut. Also gehen wir es mal durch. Auch wenn ich die nie brauche, durchgeladen sind sie. Die reparieren wir. Der Knüppel, dass ich den Knüppel in der Mission reparieren muss, ist auch sehr, sehr selten. So, das haben wir. Einen Knüppel haben wir in der Hand. Oh Mann. Das ist aber schon lange her, wo wir das letzte Mal hier waren. Na komm. Gehen wir es einfach an. Ein Kaffee. Was hier? Und was hier? Ja. Na komm, wir essen gleich noch was, dann haben wir es hinter uns. Ja. Dann lass die Spiele beginnen. Emergency. Da. Haben wir gleich das Thumbnail für die heutige Folge. Zack. 115, 115, 112. Na, was rufen wir da im dümmsten heutzutage? Irgendwo kam da gerade eine Fehlermeldung. Es kann sein, weil die Karte ist erstellt worden in der Weiße. In der Unstable. Nicht, dass es hier irgendwelche Änderungen gibt. Mods sind keine drin, außer die Steine und die verursachen aber keine Fehler. Okay. Kommt nur. Hey, ich habe die Tür erst zugemacht. Was ist denn hier los? Ja, ich muss arbeiten. Hey. Endlich. Mann. Wir haben doch gar keine Zeit. Gut. Ruhe im Stall. Ist das, dass es ohne Looten gar keinen Spaß macht? So gar nichts hat, nachdem er gieren kann. Was? Ist verschlossen.
Keine Ahnung. Ich habe jetzt wieder Angst, dass die wieder despawnen. Mal gucken. Soll vor uns sein. Müsste praktisch hier irgendwo. Bist du im Badezimmer? Jetzt habe ich doch ein paar mehr getriggert. Naja. Lässt sich machen. Müssen wir sie ja eh alle. Die eine klopft immer noch. Bist du das? War ich erschrocken. Die klemmt immer noch. Ne, einer klemmt immer noch hier rum. Naja. Damit es nicht wieder heißt, ich mache hier Wege auf, die nicht auf sein sollen. Na komm. Da. Sollte die vielleicht runterfallen? Okay. Gut. Also eine Zwischendecke ist das nicht. Das, die zappelt hier vor unserer Nase hin und her. Aber hier ist keiner. Was ist denn hier draußen schon wieder los? Mann. Ruhe hier. Eta will mein Motorrad klauen. Finger weg, das ist meins. Wir lassen uns mal den regulären Weg gehen. Also hier waren wir drin. Naja, wer weiß, wo er hingepackt ist. Notfalls suchen wir den dann zum Schluss. So. Hier hinten ist Licht, aber... Ah. Es gehen sie mir aber auf den Geist da draußen. Das klingt immer so, als wären die direkt neben dir. Und dann ist da keiner. Gut, wir gucken mal runter in den Keller. Der war schnell abgegessen. Ist zu. Okay.
Endlich Ruhe. Noch nicht ganz. Hat er noch die legendären Teile gewaschen. Ich habe das Krankenhaus irgendwie ganz anders in Erinnerung. Keine Ahnung, das ist irgendwie... Vielleicht ist es auch zu lange weg. Ich glaube, in der A20 war ich zuletzt da drin. Zack. Ist nix. Das ist ja nicht auszuhalten da draußen. Werder, was kommt denn jetzt hier alles? Halt doch mal deinen Kopf still. Wie willst du denn da den Kopf treffen? Jetzt. Es regnet draußen wieder. Da wird wenigstens Blut abgewaschen. Und noch drin im Bereich. Weg. Jetzt klopfen sie von drinnen wieder. So. Hallo, Creme, Hamburg. Lernen. Raus damit, lernen. Raus damit, trinken. Lernen, habe ich gesagt. Raus damit. Ja. Hier sind immer noch welche draußen. Das macht ihn doch ganz völlig irre. Jetzt gehe ich ja immer ringsrum. Jetzt endlich Ruhe. Fein, ich schieß ja nun schon nicht. Also ist ja nicht so, als würde ich jetzt durch Lärm extrem Aufmerksamkeit erregen. Aber wenn du da nicht mehr hörst, wo sie herkommen, weil es aus allen Ecken und Enden kreischt, weil so kreischt, als würden sie direkt auf deiner Schuhspitze stehen und nicht irgendwo herkommen. So, hier waren wir zuletzt.
Ich wollte gar nicht. Weg. Jetzt habe ich Lärm gemacht. Jetzt könnt ihr ruhig kommen und euch beschweren. Oh, hier war es im Medizinschrank. Oh ja. Hier los. Steht für Hochkant. So. Na komm. Da geht's dann wohl weiter. Und werde ich hier irgendwo rauskommen. Ja. Ich weiß, da wäre Loot drin gewesen, aber brauchen wir den wirklich? Na komm. Nur die Zweier. Ja, wir gucken rein. Hihi. Da. Das raus, das raus. Das raus und das raus. Das können wir scrappen, das scrappen wir. Schadensvermeidung. Wasser 20. Da trinkt man Tee hinterher. Dann Kaffee, da? Haben wir da heute genug mit? Da. Aber erstmal gucken wir die anderen Zimmer noch. Was für ein Rattennest hier. Ich dachte, ist jetzt wenigstens jemand? Nö. Okay. Ah, das ist dann bestimmt für die Mission. Aber es ist schon befallen. Säubere das befallene Gebiet. Naja, kommen wenigstens mal noch welche. Welche? Welche, das war jetzt eine gute Aussage, oder? So viel haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber wir können ja trotzdem mal schreiben. 1, 9, 5, 9, 7. Ups. Hallo, guck mal, junge Frau. Hier. Das war jetzt mal witzig. Aber schön zu wissen, dass jetzt hier eine ganze Menge drin sind.
Im Vorratsraum. Mal gucken, was drin ist. Nicht, dass wir es bräuchten, aber... Na gut, so ein paar Vorräte. Guckt mal, können wir hier noch was lernen und was lernen. Na, das können wir rausschmeißen. Das bekommt uns nicht, das bekommt uns nicht. Die Esmer. Lernelixier. Komm. Ja, na los, weiter. Wieder mal weg. Nicht, dass ich am Ende dran hängen bleibe. Ah, da sind sie. Falsche Tür. Mit euch. Weil ich frage mich immer, wie kamen die Zimbos oben in die Zwischendecke? Wie sind die auf die Idee gekommen zu sagen, ups, ich verstecke mich jetzt mal dort oben. Vielleicht kommt in 100 Jahren mal einer ja durch. Na kommt. Ja. Hier ist Ruhe. Bleib liegen. Erste Mal drinne geblieben. Verschlossen. So. Hier sind wir durch. Hier waren wir. Irgendwas verpasst? Nee, ne? Hier sind wir reingekommen. Hier kann man sich nämlich verlaufen. Hier in der Garage. Okay. Dann machen wir hier mal zu. Vorsichtshalber. Verdammt. Ist gar keine Tür mehr da. Na dann. Aha. Oh. Hier ist es ein bisschen kaputt gegangen. Als ich mich noch dran erinnere, hier im Krankenhaus war auf irgendeiner Etage, war in so einem Ecklo, ich weiß nicht in welcher Etage, da bin ich jedes Mal erschrocken. Da stand immer um der Ecke. Und du guckst da rein, denkst an nichts Schlimmes. Du siehst und hast ihn vor allem nicht gleich gesehen. Da ist einer. Ja. Die brauchen ihre Kniescheiben nicht mehr. Und ihr Gesicht nun auch nicht mehr. Okay.
Badam, badadam, badam. Aus dem Schreibtisch. Ah, jetzt ging es ja über den Hof. Es kam mit den Geier. Stimmt ja. Daran habe ich mich tatsächlich erinnert. Weil ich habe die dann immer ewig gesucht. Kommt. Mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Hey. Einer fehlt noch, oder? Ich hör's doch flattern. Der hat sich verflogen. Da wird schon kommen, wenn er was will. So, hier. Und da und was essen. Aber ich hab's gefühlt irgendwie schlimmer in Erinnerung. Aber Erinnerungen können ja nur auch mal trügen. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. Das definitiv nicht. Das nicht im Pilzchen, wollen wir jetzt auch keine anpflanzen. Ja. Gut. Warum habe ich mit dem jetzt nicht gerechnet, dass der so aus der Tür rausgestürmt kommt? Okay. Von allen Seiten hier wieder. Er kommt. Muss ja auch mal Glück gehabt haben mit den Polizisten, oder? Nachdem die uns die letzten Tage so massivst geärgert haben. Oh. Der erste Patient für heute. Was haben Sie? Kopfschmerzen? Jetzt nicht mehr. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass die ganzen Flachpinsel von draußen hier reinkommen. Ja, ich höre schon den ersten. Machen wir mal so. Es reicht ja schon, wenn die in der Weltgeschichte rumplögen, wie die Irren.
dann muss ich die nicht auch noch hier drin haben, oder? Da haben wir alles. Das passt, das passt, das passt. So, zack. Auf geht's. Hier seid ihr. Durchgangsbereich. Ein Haus, was Verrückte macht, bestimmt. Hier ist zu. Oh, jetzt kann man bestimmt gleich Hasche spielen. Aber hier haben wir doch wieder zugemacht. Warum haben die da einfach aufgemacht, die Spinnbo? Ja. Rechts hoch, links runter. Da. Bum, bum, bum. Komm. Nein, die haben es so eilig, die kommen alle dran. Die haben das Spiel scheinbar nicht begriffen. Da. Ja. I see you, okay. Da müssen wir bestimmt dann irgendwann mal raus, glaube ich. Vielleicht, mal sehen. Hier war zu. Hier liegen nur noch ein paar Matschis rum. Oh. Ist nicht raus? Eier? Das ist auf der anderen Seite, oder? Ja, na gut. Das hier. Ist in einer von den Etagen, in so einen Raum, bist reingekommen und da klemmte hier hinter der Ecke. Ich bin jedes Mal erschrocken. Wir gucken erstmal runter. Runter geht's nicht. Dann. Mhm. Ja, war das Tor. War gar nicht mehr gewohnt, dass Türen sich einfach öffnen lassen. Ja. Da ist der Geier. Ja. Hab dich. Ja. Aus Gewohnheit wenigstens ab und zu mal irgendwas einstecken. Das macht das ja gar keinen Spaß. Oh, hier ist noch ein Tresor. Den können wir aufmachen. Hab schon lange keinen mehr gehabt. Selbst in der Grufe High. Habe ich da sogar ein Endloot liegen lassen. Gut, den könnte ich mir jederzeit holen, aber Knochen braucht man nicht und ach, eigentlich, wir brauchen nichts davon. So. Kaffee wirkt noch. So. Es geht raus. Aha. Und die ist, oh, die sind aber viele. Boah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jejejejei. Du.
Zack. Kommt nur. Das ist noch ein Wuffi. Ah. Tadam. Nella. Nee. Oh. Eiskaltes Händchen. Treff dich nicht. Nur. Nein. Du bist ein Depp. Meine Arme, Baby. Hey. Du hast schon gelegen. Steht da einfach wieder auf. Ja, rein hier wieder. Okay. Ist das in der Tierarztpraxis gewesen oder wie? Guck mal, es gibt Munition. Ah. Die finde ich so schön, die Dinger. Wollte ich eigentlich auch mal eins haben. Aber. Ist da was? Wenn wir immer dabei sind. Haben wir Leder, ja, ne? Rezepte machen wir im Pinsel. Da muss ich nämlich nicht suchen. Block. Ah, ich habe keinen Platz im Inventar. Block kopieren. Haben wir. Da. Gut. Du kannst weg. Kreativ wieder aus. Zack. Aber ich möchte gern meine. Das lernen wir, das scrappen wir, das schmeißen wir, das schmeißen wir. Verbände wieder runter. Und meine Blöcke sind da. Gut. Das spart mir jetzt den Weg, nochmal hierher zu gehen, nur um die Blöcke zu kopieren. Hier ist mal rein. Ach, hier geht's wieder raus. Na gut. Warte, war doch völlig klar, dass die wieder außen so einen Quatsch hinmachen, damit du ja in dir nicht keinen Block hinbauen kannst. Natürlich ist es alles nur eine Designentscheidung gewesen, dass das Fensterbrett dort ist. Das ist nicht absichtlich, um uns Spieler zu ärgern. Das könnt ihr glauben. Und jetzt stehe ich da oben drauf, ob da.
Ja. Bitte. Bisschen Medizin. Naja, Papier braucht keiner. Wie viele kommen denn? Ja, guck mal, was zu essen. Was zu lernen, was zu lernen, was zu lernen, was zum Schmeißen. Und was zum Scrappen. Guck, guck. Zimmerkontrolle. Hier, guck mal da. Hätte ich einen Pinsel mit, hätte ich das repariert. Du hast einen Block nicht angemalt. Spannerei, Pfandpimps. Ich denke, ihr seid so umsichtig. Ja, 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 ja. Da ist nix. Die Tür zu. Okay, hier war der Weg raus. Okay. Oh, hier bin ich ja genau richtig. Ich bin ja irre. Lass mich raus. Keller. Hier bin ich genau richtig, in der Psychiatrie. Ja. Was da nicht lang geht, dann wollen wir wieder raus müssen. Nicht runterfallen, ich will nicht wieder runterspringen. Ist immer so ein weiter Weg. Komm her. Komm. Komm zum lieben Asmo. Komm mal. Nein, 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 nein. Wackel, dackel. Hier. Yeah. So, na gut. Kommt das schon immer so komisch hier raus? Hier kann ich mich also gar nicht dran erinnern. So, dann lasst uns mal noch ein bisschen was hier konsumieren. Und mal in Real Life was trinken. Okay, ich habe gemerkt, die Stühle könnten im Weg sein. Lam, lam. Komm zum Onkel Asmo. Block und Klong. Er sitzt vielleicht seit Ewigkeiten hier, hat vielleicht Monate auf seinen Termin gewartet und dann kam der Apokalypse. Und alles ging den Bach runter. Hier ist zu. Lass mich raten, ich muss hier runter. Ja. Scrap das mal, scrap das mal. Oh, hier ein Bier. Mm. Yummy, yummy, yummy. Oh, hier ist auch noch was. Hier ist bestimmt das Buch drin, wo da steht, wie der Apokalypse angefangen hat. Oder auch nicht. Ja. Papier wollen wir nicht. Ich sag, Papier wollen wir nicht. Wir haben selbst Papier zu Hause. Da
Dann los, scrap den Quatsch, dann ist er gleich weg. Beutelwürfel. Weg damit. Hier raus, hier rum. Und hier durch. Okay. Mindestens höre ich schon da irgendwo einen Halben rumgeistern. Geh weg. Wie? Hier gibt's eine Schreierin drinne. Haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Das waren sozusagen nicht nur zwei hässliche Schwestern, sondern das waren Trillinge sozusagen. Ja, mach mal zu. Das sind aber verschlungene Wege. Oh. Na ja, deine Punkte kannst du dir ans Knie binden. Und das kann auch raus, das brauchen wir auch nicht. Und die scrappen wir. Kaffeeautomat. Gibt doch nur Kaffeepulver. Den richtigen Kaffee hätte ich jetzt gern. War schön gemütlich. Den ging es bestimmt gut auf Arbeit. Okay, gucken wir gleich. Ah ja. Hier ist zu. Okay, dann geht's halt durchs Klo. Sie hier, wäre ich Entwickler gewesen, ich hätte genau hier einen versteckt. Hau das raus. Genau an der Stelle hätte ich jemanden versteckt. Okay. Wer sich die Wege immer so einfallen lassen hat, immer außen rum zu turnen. Ging sie noch weiter? Vogelnest. Ein Ei drin ist. Nicht mal das. Hat sich sozusagen nicht mal gelohnt. Bis jetzt finde ich es ja sehr angenehm. Komm vor. Yeah.
Witzige ist, die jetzt alle wieder suchen gehen hier. Helft mal mit. Kommt, los. Ja, ich esse doch schon was. Ja, das Knüppeln macht hungrig. Komm, hau noch einen rein. Und hier noch was gegen die Kopfschmerzen. Was gegen die Infektion. Das zerlegen wir. Ja. Oh nee, ich will jetzt nicht da hoch. Müsste jetzt mal außen rum zu rennen. Ruhe. Ich war so lieb zu deinem Kollegen. Hab mal ein bisschen Feuer angemacht. Er hat nämlich gefroren. So wird's eh natürlich wieder gedankt hier. Tada. Hey, ich weiß nicht, wie viele Kochbücher ich gelernt habe in dem Spiel. Und als ich sie gebraucht hätte, hat man sie nicht. Mach mal hier zu. Erstmal hier. Das kannst du scrappen, das kannst du lernen. So. Das Dumme ist, wir werden hier überall reingucken müssen. Wir haben ja gelernt gestern, wenn du Triggerpunkte nicht auslöst, dann suchst du dich am Ende tot. Hier waren wir drin. Also hier passt man nicht durch, jetzt sind wir zu dick. Ja, gut. Hallo? Geht's da bestimmt hier gleich los. Kaffee läuft noch 26 Sekunden. Na dann nochmal hinterher. Ja, mal schauen, wie lange wir noch machen. Ob ich die Folge splitten muss oder nicht. Falls doch, dann... Seid schon mal herzlichst verabschiedet in die nächste Runde. Sieht auch bald so aus. Aber vielleicht haben wir es ja hier so, zack. Aber vielleicht haben wir es ja gleich hinter uns. Weil so viel war das, glaube ich, dann auch nicht mehr. Wir gehen mal raus. Mal ein bisschen Stunk machen bei der Meute. Und doch, ist schon noch ein bisschen. Dann sage ich mal vorsichtshalber, danke fürs Zuschauen, für euer Interesse. Weiter geht's in der nächsten Folge. Dann habe ich mich wenigstens schon mal verabschiedet. Immer dran denken, Folge liken nicht vergessen. Kanal abonnieren, Glocke läuten, ihr wisst schon. Die üblichen Sachen. So.
Und natürlich Tschüssikowski und bye bye. Haha.